Ich habe 1989, als die Mauer fiel, war ich in Frankfurt am Main in der Alten Oper und habe da mein Brecht-Programm gespielt, das in der DDR verboten war. Und dann habe ich Fernsehen geguckt im Hotel und habe gesehen, wie sich die Menschen freuen. Ich habe mich auch gefreut, habe mit einer Miniflasche Gorbatschow auf den Mauerfall angestoßen. Bin dann am nächsten Tag runtergegangen zur Rezeption zum Auschecken und da habe ich gesagt, haben Sie schon gehört, die Mauer ist gefallen? Und da sagte die dauernde Rezeption, na, ob das was wird? Das wissen wir heute noch nicht, oder? Jedenfalls habe ich dann, eben, wie gesagt, ich war auf Tour und da wohne ich dann immer in Hotels und da habe ich dann auch einen Fernseher. Und da habe ich so geguckt und habe gemerkt, wie die Leute sich freuen und immer mehr trinken. Und so, da gab es ja die Hymne, die eigentliche deutsche Vereinigungshymne, so ein Tag so wunderschön wie heute. Da konnte ich mir schon irgendwie denken, dass das dann so später so sein wird wie mit Onkel Alfred, der im Zweiten Weltkrieg war und Jahrzehnte später dann nur noch die schönen Momente erinnert hat. Und aus diesen Gründen heraus habe ich damals den Text gemacht zu dem Lied, was dann irgendwann auch die Vertonung bekommen hat. Aber der Text ist vom 11.11.89. Ich habe
gewesen, dass voriges Jahr das Vermummungsverbot erlassen wurde. Da würde ich mir für dieses Jahr wünschen, dass das Verdummungsverbot mal erlassen wird. Also jedenfalls jetzt das Lied, das Berlin-Lied zur 57-Jahr-Feier von Berlin. Endlich gibt es mal ein Fest, das ideologisch sauber ist. Denn für 750 kann ja weder Krenz noch Christ. Doch die Herren sollen wissen, dass eine Alt-Berliner Tracht vielleicht nicht gerade das ist, was uns wirklich Gaudi macht. Eines Licht des Jubeljahres möchte ich den Kudamm sehen, ohne vorher auf den Ämtern wie ein Dussel rumzustehen. Wenn die Oberbürgermeister, dann gehen wir mal rüber spielen, will ich neidlos ostwärts treppen und nicht schräg nach Westen schielen. Ich zum Beispiel würde mich ehrlich über blinden Hunde freuen, anstatt jener scharfen Bestien, die am Grenzwall wieder keuen. Wenn die Jungs vom Schießkommando ökologisch Wache stehen und die Mauer wieder Röschen in der Hecke untergehen. Auch eine Amnestie wäre nobel, um letztendlich zu befreien unsere hohen Staatsbanause. Ja, ich würde ihnen verzeihen. Einen Vorteil hätte die Sache jedenfalls am 1. Mai. Wenn sie leer ist, die Tribüne, muss auch keiner dran vorbei. Was ja bloß nicht heißen sollte, dass wir nicht mehr demonstrieren. Für zum Beispiel helle Köpfe würde ich schon einen Schuh verlieren. Aber niemals mehr im Gleichschritt und auch nicht in Uniform. Unter diesen deutschen Zeichen haben wir schon zu viel verloren. Wenn ich Grund zum Feiern hätte, wenn die Zeitung nicht so öd wäre, spreche ich zeitig aus dem Bett. Wenn die Kinder Ost- und Westseits unseren Dreck beiseite räumen, feiern die vielleicht eine Fete, wovon ich heute manchmal träume. Ach, Berlin, du alte Tante, wirst auf Feiertag getrimmt und dein Riss wird zwar gepudert, doch es bleibt der alte Grind. Nach der Orgie werden hoffentlich die Leute dieser Stadt aus dem Rausch erwacht bemerken, was sich nicht geändert hat. Künstler sind ja mitunter ziemliche Spinner, die stellen sich Gesellschaften vor, die menschenfreundlich sind. Ich habe in der DDR davon geträumt, dass ein Kind nicht, wenn es auf die Welt kommt, nicht gleich eine Nummer ist, nicht gleich eine Akte kriegt. Und da ist ein Text entstanden, den habe ich dann erst im neuen Jahrtausend, also als es schon wieder das Deutschland im vereinten Sinne gab, gemacht. Das ist also ein typisches Lied für die deutsch-deutsche Vereinigung. Mal sehen, ob die rüberkommt. Hier, ich habe wegen der Anlage, mal sehen, ob es kommt. Hinterm Eskimo, die lieben Nebenwärme sehr.
Also ich bin von der Autobahn gekommen, da habe ich ewig lange gebraucht, bis ich dann hier angekommen bin. Eine Stunde kannst du rechnen. Und da hatte ich Zeit, die ganzen Wahlplakate zu lesen. Das ist nicht zu fassen. Und ich bin ja nicht der Einzige, der da in dem Stau stand. Also alle haben währenddessen wahrscheinlich die Wahlplakate gelesen, weil irgendwie musst du dich ja beschäftigen. Aber was da so drauf steht, zum Beispiel die FDP hat eins, da steht drauf, mehr Lehrer als den Kindern lieb ist. Habt ihr das auch schon mal gelesen? Was bedeutet denn das? Das ist doch eine eindeutige Drohung, ne, für die Kinder. Also ein guter Lehrer reicht ja aus, aber mehr Lehrer als den Kindern lieb ist, da wissen wir doch schon wieder, was das für Lehrer sind, wenn die in Massen auftreten. Ne? Na gut, aber wir sind ja froh, dass wir die DDR überwunden haben. Ein Staat, der die Kinder frühestmöglich fürs Militär begeistern will, rüstet die staatlichen Kindergärten mit Miniaturen von Kriegsgerät auf. Panzer, Geschütze, Bomber, LKW, daumengroße Soldaten aus Gummi, in liegend schießender, stehend das Bajonett vorstoßender, Ausschau haltender, Handgranate werfender Haltung. Marion R. war Erzieherin geworden, weil sie sich im Leben nichts Sinnvolleres vorstellen konnte. Sie nannte die ihr zur Begleitung anvertrauten meine Kinder. Ich habe das Glück, 8 Stunden mit meinen Kindern zusammen zu sein. Bei jedem Wetter ging Marion Mitte 20 mit ihren Kindern in den Park. Den Nieselregen versammelten die alten Eichen zu dicken Tropfen. Eine Schnecke mit kapitalem Schneckenhaus kreuzte gemächlich den Weg. Marion erzählte, sie sei der Schnecke schon einmal begegnet, als die Gans von Hans im Glück frei herumlief und berührte mit dem Zeigefinger einen Fühler. Darf ich auch mal? Ich auch. Niemand bemerkte, dass der Panzer und das grüne Männlein mit der Handgranate eine Woche lang fehlten. Es fiel erst auf, als die Sachen wieder da waren. Marion hatte sie angemalt und sagte, das ist der gelbe Postpanzer und das ist ein Briefträger. Robert, der Gruppenälteste, war nicht mehr so leicht auf den Arm zu nehmen. Er wusste natürlich schon, wofür Panzer da waren. Um Erklärungen war es Marion nicht bange. Da hängt vorn das Paket dran, für Häuser, die ein bisschen weiter hinten stehen. Und was schmeißt der? Robert deutete auf die gelbe Figur. Eine Wurfsendung, sagte Marion. Eines der Kinder erzählte zu Hause vom gelben Postpanzer. Der Vater des Kindes ging dem Hinweis nach. Marion R. wurde fristlos entlassen und nirgendwo mehr als Kindergärtnerin eingestellt. Kindergartentante streicht den Kleinen übers Häubchen, da die lieben Kleinen sangen von dem friedensweißen Täubchen. Und zum Lohn für diese Töne geht die Frau zum Waffenschrank. Vorher noch die Friedenstaube, jetzt den Panzer in der Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeder singt ein Lied für Frieden. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Kindergarten spielt Armee. Zu den Minimordmaschinen und die Tante lächelt blöde, jeder muss sein Geld verdienen. Und das taktisch klügste Kerlchen spielt mit guten Offizieren, doch keiner wird zurückgelassen, alle dürfen mitmarschieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeder singt ein Lied für Frieden. 4 und 5 und 6 und 7, aufgestellt in Reihe und Knie. Solche Dussel in der Krippe, denn das Puzzle von dem Feinde kommt noch vor Bummi und Wippe. Nur der Igel kann's bezeugen, dafür ist er nicht zu klein. Die Krippenschmach hat bald ein End, der Frieden muss bewaffnet sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeder singt ein Lied für Frieden. 4, 5 und 6 und 7, aufgestellt in Reihe und Glied. Schauen gerührt dem Schauspiel zu, Vati grunzt, so ist das Leben und die Mutti müht dazu. Klein Enrico weiß, wenn Mutti früh an seinem Bettchen steht,
fünf Frieden, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jedem Kind sein Kampfprogramm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jeder singt ein Lied für Frieden. Vier und fünf und sechs und sieben. Aufgestellt in Reihe und Glied. Der Nomenklatur nicht gefallen hat und das lag aber nicht an mir, dass ich in die Dissidenterei gehen musste. Ich habe nur angefangen halt zu schreiben und dachte, ich schreibe lieber über die Dinge, die die Leute interessieren, die halt Tabuthemen in der Gesellschaft waren. Und da hat es ein halbes Jahr gedauert, nachdem ich über so eine Sache wie Reiseunfreiheit oder Meinungsunfreiheit, Presseunfreiheit und dergleichen Unfreiheiten geschrieben und gesungen hatte. Da war ich dann die Zulassung los, übrigens mit der Begründung, ich würde weder über künstlerische noch moralische Fähigkeiten verfügen. Dabei hatte ich 1981 den Hauptpreis zum Chanson-Wettbewerb in der DDR gewonnen, und zwar für hervorragende künstlerische Gesamtleistung. Also es hat nur 4 Jahre gedauert, bis ich alles verlernt habe. Aber ich war dann natürlich durch diesen Ministerpreis, hatte ich eine sehr gute Einstufung. Ich habe pro Konzert 420 Mark gekriegt. Das hat meine Mutter im ganzen Monat verdient mit einer halben Tour bei der Post in Weida. Hat sie sich jeden Tag 7 Kilometer die Füße breit getreten, wie sie immer sagte. Naja, jedenfalls habe ich bei 20 Konzerten so meine 8000 Mark gehabt. Da gewöhnst du dich dran. Und dann, als sie mir die Zulassung entzogen hatten, wovon sollte ich denn leben? Da dachte ich, nee, ich will die wieder haben. Ich singe keine Texte mehr von mir. Ich mache ein Brecht-Programm, wo alle Texte von Bertolt Brecht sind. Der gehört ja zum offiziellen Erbekanon dazu. Dachte ich, mach's doch nicht falsch. Freya Krier, meine damalige Frau, auch Theaterregisseurin, die auch keine Inszenierung mehr machen durfte, obwohl sie 1984 den Preis für die beste Regie bekommen hat. Die hat das Programm dann inszeniert, war ein schönes kleines Programm, das ich übrigens in der Alten Oper am 9.11. unter dem Titel Alles in mir revoltiert aufgeführt habe. Ne? Also als wäre das schon vorher abgesprochen gewesen mit der Revolution. Jedenfalls habe ich das Programm dann beim Berliner Magistrat eingereicht und da wurde mir dann von der anderen Seite des Schreibtisches aus verkündet, Herr Krawczyk, aus Ihrem Mund klingt sogar Brecht wie ein Staatsfeind. Da hatte ich also diese Möglichkeit eben nicht mehr und deswegen blieb mir gar nichts anderes übrig, als diesen Weg zu gehen. Ich möchte jetzt ein Lied singen aus dem Brecht-Programm, das Lied des Speichelleckers, hochaktuell. Weder eine Diktatur noch eine Demokratie kommt ohne Speichellecker aus, wissen wir ja. Und wenn ich an Schulen spiele und das Lied singe und ansage, da wissen die mit dem Wort Speichellecker gar nicht mehr anzufangen. Da sage ich dann, das ist sowas ähnliches wie ein Arschkriecher. Da wissen sie dann. Also, Lied des Speichelleckers. Meine Seele kommt in Aufruhr, alles in mir revoltiert, wenn ich einen Menschen sehe, der mit Recht von jedermann gemieden wird. Er hat es sich selber zuzuschreiben, dass er nicht mehr da ist für die Stadt. Soll ich mit ihm auf Grußfuß bleiben, den die Obrigkeit gezeichnet hat? Nein, das ist mir nicht möglich. Nein, das ist mir nicht möglich. Was er immer auch getrieben, darauf kommt es gar nicht an. Er ist oben nicht gut angeschrieben und damit ist er für mich abgetan. Jedes andere Gefühl hat da zu schweigen, er ist oben unbequem. Soll ich mich in seiner Nähe zeigen? Soll man von mir sagen, der sprach auch mit dem? Nein, das ist mir nicht möglich. Nein, das ist mir nicht möglich. Warum hat er sich's verdorben? Hätte er besser aufgepasst. Solch ein schlechter Ruf ist rasch erworben und dann ist man eben oben dann verhasst. Nein, wer meinen guten Herrn beleidigt, wer ihm frech die Stirne bot, soll man von mir sagen, ich hab den verteidigt? Soll man von mir sagen, ich bin rot? Nein. 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 Nein.
Ich wohnte in Mönchengladbach bei Gera und war damals Ende der 70er, Anfang der 80er in der Gruppe Lied Ehrlich. Das war eine Folklore-Gruppe, haben wir damals gesagt. Heute würde man sagen, eine Folkband. Und ich musste dann immer zur Probe nach Gera fahren, da ich nur viele Instrumente hatte: Gitarre, Bandonion, Blockflötenkoffer, Mandoline, Waldzither. Haben sich die Leute immer schon gefreut, wenn ich zum Bus kam, wie ich mich dann wieder in den Bus einfädele. Ne? Da wollte ich nicht länger Lachapfel sein, habe ich dann gedacht, ich brauche einen Trabi. Und nun hatte ich mich aber zur Geburt nicht angemeldet. Und da wusste ich aber, dass es in Gera das Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaftshaus der DSF gab und im Haus der DSF gab es das Restaurant Pskov. Und in Pskov trafen sich die Schieber. Da dachte ich, naja, dann musst du halt mal zu den Schiebern gehen, aber kannst du ja nicht mit leeren Händen kommen. Da hatte ich 3 Flaschen Ketchup mitgebracht. Da haben sie gesagt, damit kannst du dich einreiben. Und dann kam es zu folgender Episode, die möchte ich mal vorlesen aus meinem Buch Der Narr, das ist der zweite Teil meiner Autobiografie. Da habe ich nicht nur meine Geschichte von der Armee bis zum Ausschmiss aufgeschrieben, sondern auch so ein bisschen DDR-Kolorit eingefangen. Die nächste Woche ging ich in Gera auf Schlangensuche und stellte mich bei jeder an, die ich finden konnte. Auf diese Weise kam ich eines Abends an einen Heizlüfter, der in der DDR zu echter Mangelware gehörte. Leider war es schon zu spät für die Schieber im Skoff. Im Bus erregte der Karton Aufsehen. Wo hast denn den abgestaubt? Fragte der Fahrer und wusste wahrscheinlich selber nicht, ob es freundlich oder unfreundlich gemeint war. Bei Kartons dieser Größe mit anderer Aufschrift rief er für gewöhnlich, es ist doch kein Güterzug. Die Fahrgäste hinter mir murrten schon, als er sich lang und breit beraten ließ, wie teuer das Gerät war, wo der Laden zu finden sei, wie oft und wann Ware geliefert würde, ob es eine Verkäuferin war oder ein Verkäufer. Eine Verkäuferin. So eine mit dunklen Haaren und Lippenstift. Ich bejahte. Die bisschen hinkt. Das konnte ich nicht beantworten. Sie stand die ganze Zeit neben Stapelheizlüfter. Stapelheizlüfter, wiederholte er versonnen. Der Heizlüfter hatte einen Platz für sich. Daneben stand eine ältere Frau. Sie schaute während der Fahrt auf den Karton herab. Ich wollte ihn auf den Schoß nehmen. Nein, nein, lassen Sie ihn nur. Es mache ihr nichts auszustehen. Sie habe die ganze Zeit gesessen. Der Mann vom Sitz dahinter rief ungläubig, wer weiß, was da drin ist. Ein Heizlüfter, sagte ich, wie ein Millionär, der in vollem Bewusstsein Millionär zu sein sagt, ich bin Millionär. Ja, ja, rief es von hinten. Die Frau, ja, warum denn nicht? Jetzt schaltete sich der Vordermann ein. Ich kannte ihn vom Sehen aus dem Engel, der Kneipe am Schlossplatz des kleinen Ortes. Er besaß die einzige private Autowerkstatt und fuhr mit dem Bus. Wo ist denn den her? Der Heizlüfter öffnete Türen. Bald würde ich diesen Mann für meinen gebrauchten Trabi brauchen. Großspurig fragte ich, ob ich ihm nächstes Mal einen mitbringen soll. Oder wenn du dazu kommst, immer. Aus purem Neid zweifelte mein Hintermann weiter. Da ist womöglich gar kein Heizlüfter drin. Die Kartondeckel waren schnell zur Seite geklappt. Wirklich, rief die ältere Frau entzückt. Einige Fahrgäste erhoben sich. Zeig doch mal, rief es von hinten. Die Frau drückte hilfreich die Deckel zurück, als ich das Gerät aus dem Karton hob und beidhändig hochzeigte. Wir fuhren in eine Kurve. Als wollte sich der Neider entschuldigen, hielt er mich an den Schultern fest. Für die hinteren Plätze las die Frau den Namen des Heizlüfters laut. Elektron 3000 W! Ein A und O wie Weihnachten. Zeig doch mal! Ja, was wollten Sie denn noch? Meine Arme wurden schon taub. Ende der 70er hob ein Heizlüfter noch etwas. Lass doch mal rumgehen! Ihr spinnt wohl, fluchte der Busfahrer. Meine Frau staunte nicht wenig, als ich nach einigen Bieren im Engel gut gelaunt zu Hause ankam. Man hatte mich mit meiner Trophäe an den Stammtisch gebeten. Dort saß der Bürgermeister, den ich gleich nach einer städtischen Garage fragen konnte. Es sah gar nicht mal schlecht aus. Der ist ja ideal fürs Bad, sagte meine Frau. Das Bad war früh immer so kalt, sie wollte ihn gleich ausprobieren. Leider musste ich sie enttäuschen. Am nächsten Morgen schlug ich den Karton, bevor ich zum Bus ging, in Packpapier ein. Das hätte ich mir sparen können. Na, geht er nicht? Fragte der Busfahrer herrlich.
Die alte Frau kam direkt auf meinen Platz zu und sagte, dass sie schon mal wegen eines Heizlüfters stehen musste. Zum Glück fuhr der Autowerkstattbesitzer nicht mit. Dafür rief der gestrige Hintermann Bänke weiter vorn: Machst du mit ihm einen Ausflug? Weihnachten war vorbei, letztlich war ich für ihn ein Blender. Oder gehst du mit ihm zum Arzt? Einer von den Fahrgästen, die gestern nicht dabei waren, rief: Der kriegt doch keine Luft da drin. Jene, die dabei waren, brachen in ungutes Gelächter aus. Häufig werde ich gefragt, so bei Interviews: Ja, Herr Krawczyk, was wünschen Sie sich? Hätten Sie sich denn gewünscht, was wir aus der DDR mit rübernehmen? So, da habe ich häufig gesagt: Den Mangel. Weil ohne den Mangel wird es nicht zu solchen Geschichten kommen. Und es wurde immer gesagt, ja, DDR, das war alles so herzenswarm, die Menschen waren so lieb zueinander und so weiter, ihr kennt das ja alles. Aber wenn das wirklich echte Herzenswärme gewesen wäre, echt von der Seele ausgegangen wäre, dann wäre das ja nicht mit dem Überfluss dann noch immer weg gewesen. Also der Mangel, der trägt schon dazu bei, dass die Menschen ein bisschen näher zusammenrücken. Das ist ja immer schön. Das erste Lied, was ich im Westen dann wieder geschrieben habe, als ich wieder schreiben konnte, das hat ein Vierteljahr gedauert, ich war völlig überfordert von diesem Überfluss. Das ist ein Liebeslied. Komm über mich im Unterholz. Komm über mich im Unterholz, uns aus den Händen lesen. Wir werden nicht im Überfluss vom Überdruss genesen. Ich lieb dich doch, du kannst mich noch vom Totentanz erretten. Gemeinsamkeit noch zu vertiefen, habe ich extra ein Lied geschrieben, was die Sinnlichkeit, die
sinnlichen Erfahrungen in den Mittelpunkt stellt. Ich komme ja aus Thüringen und Thüringen, das wisst ihr ja, ist das Land der braunen Soße. Mein Lieblingsessen ist Rouladen, Rotkraut und Kartoffelklöße. Grüne Klöße hieß es bei uns zu Hause. Und dazu diese wunderbare braune Soße. Das ist die Königin des Geschmacks. Und da habe ich mal überlegt, ob die schon eine entsprechende Würdigung erfahren hat in der Kunst oder Literatur und bin nicht fündig geworden. Deshalb habe ich dann die Ode an die Soße geschrieben. Die können wir jetzt zusammen singen. Der Text des Refrains: O diese Soße, O diese Soße, O diese Soße, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, die ist so wunderbar. Die Melodie, die kennt jeder, das ist auf dem amerikanischen Traditional geschrieben, also Ode an die Soße. Gutes Essen ist ein großes Glück, nicht zu scharf und nicht zu linde. Diese Soße geht mir nicht zurück, das wäre eine Sünde. Ich sag Kellner, bring mal ein bisschen Brot und pack ihn am Schlawittchen. Doch der Kellner fühlt sich gleich bedroht und ich hab nichts zu ditschen. Diese Soße, oh, diese Soße, oh, diese Soße, die ist so wunderbar. Das müssen wir nochmal machen. Oh, diese Soße, oh, diese Soße, oh, diese Soße, die ist so wunderbar. Damit man nirgends aneckt. Und wenn sich der Kellner jetzt versteckt, muss ich die Soße schlürfen. Und der Teller, der wird abgeleckt, das muss man dann schon dürfen. Der sich für mich interessiert. Aber nö, die hat ihre eigenen Wege und
Also ich will nur sagen, da muss man sich erst dran gewöhnen. So, das spielt in der Auseinandersetzung, in der Aufarbeitung gar nicht so die Rolle. So, dieses psychische Aufgeladensein dadurch, dass du halt Staatsfeind Nummer 1 bist. Ne? Viele, die brauchen dann eine bestimmte Betreuung. Ich habe dann eben Bücher drüber geschrieben, um mir diese Sachen ein bisschen bewusster zu machen. Unter anderem ist aber auch ein Lied entstanden. Das möchte ich jetzt singen. Das heißt, mein Freund, der Feind. Scholz,
Er hat mich vor 4 Wochen das erste Mal angerufen. Er hat gesagt, er ist schwer krank, er hat Streukrebs und er will sich bei den Leuten entschuldigen, denen er das eben angetan hat, so verhört hat. Er hat mich in Hohenschönhausen verhört und hat dann mir Zucker ums Maul geschmiert. Sie sind ja so ein feiner Mensch und wenn ich was zu sagen gehabt hätte, da hätte ich sie ins Politbüro berufen und so auf diese Art und Weise. Aber ich habe mich nicht einlullen lassen und habe ihn dann, gefragt, sagen Sie mal, wissen Sie, ob da das Auto in irgendeiner Weise kontaminiert wurde mit Nervengift? Und da sagte er, ja, da war was im Gespräch, aber ich bin dann in Urlaub gefahren. Und dann hat er mich aus eigenen Stücken am nächsten Tag gleich nochmal angerufen und hat gesagt, ja, gestern habe ich mich mit meinem Vorgesetzten, also die treffen sich immer noch so, die alten Männer, habe ich mich mit dem getroffen und habe den gefragt und der hat es bestätigt. Also es kam zu diesem Nervengiftanschlag. Und wir haben Glück, dass es, sagte Freier letztens, es ist meiner Reaktionsgeschwindigkeit zu verdanken, dass wir das überlebt haben. Ich möchte jetzt ein Lied singen, was die DDR in gewisser Weise doch auch nochmal erinnert. Ich wurde am 17. Januar 1988 verhaftet und mit mir wurden andere noch verhaftet, die bei der Rosa-Luxemburg-Demonstration, die vorhin auch erwähnt wurde, wo 1989 gesagt wurde, die war 1988 am 17. Januar und viele, die haben dann eben dafür demonstriert, dass ihr Recht auf Ausreise gewährt wird, dass ihre Ausreiseanträge schneller bearbeitet werden. Da war das immer ein gutes Mittel, wenn du politisch aufgefallen bist, da bist du schneller rausgelassen worden. Und die wurden auch alle weggefischt und da waren dann in dieser Untersuchungshaftanstalt in Rummelsburg, ich bin übrigens gleich an der nächsten Straßenecke verhaftet worden, die hatten gegenüber von unserer Wohnung eine Wohnung angemietet und wussten natürlich, was wir machen und es war verwanzt und alles. Jedenfalls hatte ich gar keine Chance, da hinzukommen und war dann eben auch in dieser Untersuchungshaftanstalt in Rummelsburg, in dem Keller dort und da waren 5 so eine Zellen mit Gitterstäben getrennt und über den Vormittag füllte sich das halt mit 70 Leuten. Und da dachte ich, naja, so jung kommen wir ja nie wieder zusammen. Da können wir doch mal eins zusammen singen. Zumal in diesem Keller sicherlich noch nicht aus 70 Kehlen gesungen wurde. Und da habe ich mit denen schnell den Text eingeübt von dem Lied, was wir jetzt auch gleich zusammen singen werden. Vielleicht kriegt man die Stimmung hin, wie damals in Hummelsburg. Und als wir das gesungen haben, da haben die mit ihren Gummiknüppeln an die Gitterstäbe gehauen und mit ihren Schlüsseln herumgebrüllt. Aber die konnten nichts ausrichten. Wir haben das Lied zu Ende gesungen. Das war so meine letzte, na, ich möchte fast sagen, Heldentat im Osten. Ne? Übrigens, mein Sohn, der hat mal seinem Kumpel, da waren sie so 12, der hat ihn angesprochen, seinen Kumpel, weil er in Hohenschönhausen war, und da hat er mein Foto gesehen. Sag mal, mit deinem Vater war er? Da sagt mein Sohn, ja, der war ein Rebell, so ähnlich wie Luke Skywalker. Das sind so diese Übersetzungen dann von einer Generation in die andere. Also jedenfalls, das war so die letzte Tat, wo es lustig zuging, dann ging es nicht mehr lustig zu. Und der Text von dem, ich singe dir gleich mal vor, frag doch mal einen Polizist, was ein Polizeistaat ist, und zur Antwort kriegst du dann, alle scheißen mal an, der eine oder andere wird es vielleicht kennen, wollen wir es mal üben, frag doch mal einen Polizist, was ein Polizeistaat ist, und zur Antwort kriegst du dann, alle scheißen mal an. In der ersten Strophe heißt es, kommt doch mit zur Keibelstraße. Keibelstraße war ja auch so ein Quartier, da wurden die Andersdenkenden zugeführt von der Stasi oder Polizei. Das ist jetzt eine Erinnerungsstätte. Und Berlin, wisst ihr ja, das wird von links, also von Rot, Blutrot regiert. Und da werden in der Erinnerungsstätte keine Zeitzeugen zugelassen. Nur noch Tonbänder und Videoaufnahmen. Weil die wollen das dann schon wissen, was da erzählt wird. Ne? Die Linken sind oftmals sehr daran interessiert, die Vergangenheit neu zu gestalten. Damit für die Zukunft nichts im Wege steht. Komm noch mit zur Keibelstraße, da gibt's Kuchenwurst und Tee. Und die Fragen der Genossen tun doch überhaupt nicht weh. Du gibst uns die neuesten Infos und wir halten sie geheim. Ach, Vertrauen, Wagen, tschüss und schau bald wieder bei uns rein. Vertrauen, Wagen, tschüss, und schau mal wieder bei uns rein. Frag doch mal einen Polizist, was ein Polizeistaat ist, und zur Antwort kriegst du dann, alle scheißen mal an, wo waren das schon alle?
verpetzt. Alle Charakten wachsen, ja, auf unserem Alphabet, wo halt unter A und O noch immer Anschluss untersteht. Wo halt unter A und O noch immer Anschluss untersteht. Frag doch mal ein Polizist, was ein Polizeistaat ist. Gamer bezeichnet oder eben dann der Neonazi, aber
die Persönlichkeit ausmacht. Darüber wird wenig in Erfahrung gebracht oder jedenfalls der Öffentlichkeit nicht zugemutet. Ich hatte mal das Glück, dass ich einen Neonazi kennengelernt habe und dann habe ich ihn wieder getroffen, als er keiner mehr war. Und dann habe ich ihn so gefragt und er fing dann an, mir seine Geschichte zu erzählen. Er war froh, dass es mal jemandem erzählen konnte, weil im Grunde genommen will es keiner wissen. Und ich wollte es halt wissen und dann habe ich aus diesem Wissen ein Buch gemacht. Und damit gehe ich an Schulen und die Schüler, die sind heilfroh, dass sie eben mal was Differenziertes darüber hören. Eine Dreiviertelstunde lese ich da. Da sagen die Lehrer immer, ach, so lange können die sich nicht konzentrieren. Die sind richtig dicht dran, da kannst du eine Stecknadel zu Boden fallen hören. Und ja, aber für einen normalen Leser ist das Buch natürlich schon ein bisschen eine Zumutung, weil dann natürlich diese Stimmung, in der so ein Mensch lebt, die in erster Linie mit Verwahrlosung zu tun hat, seelischer und geistiger Verwahrlosung, die muss natürlich da sehr intensiv beschrieben werden. Und damit es nicht ganz so dröge ist, habe ich dann einige Episoden mit dazwischen geflochten, die sich zwischen mir und meinem Sohn Marvin, den ich seit 13 Jahren alleine erziehe, abgespielt haben. So, und da lese ich mal eine kurze Stelle vor, die mit dem Zusammenhang. Auf dem Bürgersteig lag haufenweise Müll. Ein Passant sagte, na, das ist ja schön. Marvin sagte Minuten später, die Menschen sagen schön, wenn etwas nicht schön ist. Fortan fragte er häufig nach, was für mich schön sei. Er wollte mein Urteil über die Schönheit bestimmter Dinge wissen. Ist das schön für dich? Eigentlich dachte ich, es würde der Bildung seiner eigenen Urteilskraft besser tun, hielte ich mich mit meinem Urteil zurück. Doch er ließ nicht von der Frage ab, bis ich sie ihm beantwortet hatte und er wusste, ob er mit seiner Auffassung von Schönheit oder Hässlichkeit richtig lag. Gestern hat er eine Pokémon-Spielkarte in seiner Schultasche gefunden. Er konnte sich nicht erklären, wie sie dorthin gekommen war und zerriss sie wie nebenbei. Auf der Karte war eine gelbe Blase mit Gesicht abgebildet. Marvin sammelt Fußballkarten. Finde ich gut. Darauf sind sportliche junge Männer abgebildet, die gewinnen wollen, ohne etwas Böses im Schilde zu führen. Es ist noch das Beste von den Kartensystemen, die auf dem Markt ihr kostspieliges Wesen treiben. Beim Betrachten der Fußballkarten werden die Kinderseelen wenigstens nicht in eine Welt aus faulem Zauber hineingerissen, dem Werk der Hirnzellen von Ästhetikterroristen, deren Macht phänomenal um sich greift. Das willst du ihm noch nicht etwa kaufen? Die Stimme des jungen Vaters klang aufgebracht. Es gefällt ihm. Die junge Mutter hielt dem Einjährigen im Kinderwagen eine futuristische neongrüne Plastikfigur vors Gesicht. Der griff danach und wollte sie gerade zum Mund führen. Dann nahm ihm sein Vater das Ding aus der Hand und stellte es ins Regal zurück. Im Augenblick heulte das Kind los. Er nahm es aus dem Kinderwagen, es wollte zur Mutter. Mit triumphierendem Blick sagte die, du bringst es zum Heulen und ich muss es trösten. Sie versuchte, dem Kleinen das Ding wiederzugeben. Der Vater baute sich vor dem Regal auf. Das kaufen wir nicht. Na, dann heult er eben weiter. In der Kassenschlange heulte das Kind zwar nicht mehr, doch seine Eltern stritten sich immer noch, wenn auch so leise, dass man es nur als Vor- oder Hintermann verstehen konnte. Du kannst ihm doch nicht verbieten, wenn er mit was spielen will. Bevor du es ihm vor die Nase gehalten hast, wollte er nicht. Offenbar hatte in diesem Fall der Vater mehr Verstand als die Mutter. Das Ding ist hässlich, sagte er. Damit soll er nicht spielen. Sie sagte, du denkst wohl, du kannst ihn retten. Wovor retten? War die Dummheit und der Blödsinn im Allgemeinen gemeint, die Welt als riesiger Bauernfänger, dann wäre sie wissentlich deren Handlangerin gewesen. Wahrscheinlich um den Kleinen schon mal daran zu gewöhnen, wovon er mit zunehmendem Alter umzingelt sein würde. Der Vater schwieg und legte das Ding auf das Förderband. Und legte die Dinge auf das Förderband. Das Neongrüne war nicht dabei. Davor hatte er den Sohn immerhin retten können. Der brauchte
brauchte sich nun nicht mit einem hässlichen Plastikteil abzuplagen, womit weder im ästhetischen noch im haptischen Sinne voranzukommen wäre. Ein Submoon in Tschechien lernte eins zu sprechen. Es lag schon auf dem Teller, drum sprach es etwas schneller. Ich
lebe auf der Erde, weil ich hier sterben werde. Mach nicht so ein Gesicht, als stirbst du hier nicht. Der Löwe und die Möwe und das Gnu tragen nicht den gleichen Lederschuh, obwohl von fern betrachtet, sofern man darauf achtet, gleicht sich der Schuh in einem. So tragen wir keinen. Die Maschinen lassen sich so gern bedienen. Übe früh dich im Verzicht, dienst du den Maschinen nicht. Die Taube sitzt auf höchstem Ast, noch höher sitzt der Täuberich. Wie ist denn sowas möglich, wo sie doch schon am höchsten sitzt? Ich glaube, er sitzt auf der Taube. Wir gratulieren unserem Hans zu seiner CO2-Bilanz. Der gute Mann verdient Applaus. Nun stößt er wirklich nichts mehr aus. Zu leben fällt ihm freilich schwer. Seit gestern atmet er nicht mehr. Frisch die Wahrheit ausgepackt, Mona Lisa ist halb nackt. Wegen Nacktheit untenrum lächelt sie ins Publikum. Es ist der Mensch wohl klug genug für den kompletten Selbstbetrug. Doch reicht die Klugheit oft nicht aus für ein stilles Glück zu Hause. Der Hase wächst zum Hasen, das Schwein, es wächst zum Schwein. Nicht das zu werden, was er ist, kann nur der Mensch allein. Das stimmt doch, oder? Auf der Insel Ich kenne ich nur mich. Ich fliege immer öfter hin, weil ich dort wirklich einzig bin. Unter freiem Himmel saßen 7 komische Käuze, die den Sternen Namen gaben, zum Beispiel Betaigeuze oder aber Bellatrix, des Betaigeuzes Freundin. Seither ist jeder Stern bewohnt mit kauzig schönem Wortsinn. Zwitschern denn Zweige um die Liebe.
schwingen, lässt die Vöglein lauter singen. Was versüßt den Tag so sehr wie Frühling und Geschlechtsverkehr? Vielen Dank, dass Sie da waren zu diesem Abend der Erinnerung, dass diese Erinnerung in uns wach bleibt. Denn das ist etwas, was wichtig ist, dass wir sie weitergeben, dass sie für uns in uns bleiben und nicht versinken. Das wünsche ich uns, wünsche ich dir. Ich sage danke, dass du da warst, Stephan, und uns allen dann einen guten Abend. Stephan Krawczyk. Schönen Dank, Ralf. Du hast ja wieder mal alles gesagt. Und klar, erinnern ist gut, auf alle Fälle. Also muss man machen. Aber wenn man sich nur erinnert, wird es dann auf Dauer auch ein bisschen einseitig. Ne? Und deswegen schreibe ich eben nach wie vor neue Lieder. Und ab und zu fällt mir heutzutage auch noch was ein. Also das, was ich jetzt spielen will, ist eins, das habe ich vor 2 Monaten geschrieben. Erst einmal aufgeführt. Das ist eine schöne Zugabe. Der Wind zaust meine Glatze, auf dass ein Arm mir wachse, ein goldenes Haar, jawoll, wäre das nicht wundervoll, ein goldenes Haar, jawoll, wäre das nicht wundervoll.